Wir sind das Presseteam. Viel Spaß bei unserem Film Pimp Your Town Einbeck. Mir hat ein Bürgermeisterkollege, den ich über den Niedersächsischen Städtetag kennengelernt habe, ganz begeistert von diesem Projekt erzählt. Und dann habe ich mich näher mit diesem Projekt befasst auf der Internetseite und habe gesagt, genau das müssen wir nach Einbeck bringen. Denn wir merken eben, dass unser Stadtrat sehr alt ist, also von Anzahl an Jahren. Wir haben also sehr viele ältere Männer und Frauen im Stadtrat und wir möchten gerne eben, dass die Jugend auch ihre Ideen einbringt. Denn Ideen von allen Generationen müssen im Stadtrat behandelt werden. Ja, ich finde, dass das, glaube ich, eine tolle Idee ist, um junge Menschen mal zu zeigen, was ist eigentlich Politik. Ich habe immer richtig Bauchschmerzen, wenn darüber geredet wird, die da oben und die Politik, die machen ja sowieso. Das hat immer, da denkt man immer, die Leute haben da gar nichts mit zu tun. Aber es liegt an jedem, sich zu engagieren und zu sagen, ab morgen bin ich auch Politiker. Ich engagiere mich einfach. Also auf jeden Fall sollte der Spaßfaktor nicht unbedingt vergessen werden. Aber natürlich hoffe ich auch auf einen enormen Lerneffekt, dass die Schülerinnen und Schüler am Ende sagen, es hat Spaß gemacht und wir haben hier richtig was gelernt. Es ist ein hervorragendes Projekt und das ist genau das Ziel ja auch, da ein bisschen die Hemmschwelle zu senken, damit man den Kontakt schon mal hat und vielleicht hat der ein oder andere dann Lust, auch politisch tätig zu werden, sich zu engagieren oder auch einfach mal zur Sitzung zu kommen. Jungen Menschen zeigen, dass Politiker sich unterscheiden von Kommunalpolitikern. Wir sind noch ganz nah dran an den Menschen. Wir reden nicht so viel, wir versuchen zu handeln. Und ich möchte zeigen, auch nach 18 Jahren, die ich das Ganze begleite, dass es immer noch Spaß macht, sich für seine Heimat einzusetzen. Mich interessiert die Aufgaben der Politiker, was die so den ganzen Tag so machen. Ja, mit den Politikern ist echt spannend, also weil man sieht halt nicht alle Tage Politiker und hat auch nicht alle Tage die Möglichkeit, mal Politikern Fragen zu stellen, die zum Beispiel noch offen sind und andere Leute nicht so beantworten können. Wir sind auch sehr stark auch auf die Ideen angewiesen von Jugendlichen. Es gibt ja Seniorenräte auch in der Stadt, auch so wie hier in der Stadt Einbeck, die sich auch einmischen und die für ihre Themen auch sozusagen kämpfen, die sie betreffen und eigentlich ist es gut, wenn auch Jugendliche uns sagen, was sie denn verbessern wollen und was sie für Themen haben, die sie bewegt. Also ich finde es sehr spannend, dass sich Schülerinnen und Schüler, also auch mit direkter Demokratie in der Kommunalpolitik befassen, dass sie mehr Einblick bekommen in die Abläufe, auch vielleicht ein bisschen mehr Verständnis dafür haben, dass manches nicht so ganz so einfach läuft, wie man sich das von außen so vorstellt. Aber auch umgekehrt, dass wir Politiker ein bisschen mehr darüber lernen, wie das eigentlich mal war, als man selber Schüler war und so ungeduldig war mit manchen Entscheidungen oder auch noch nicht die Abläufe kannte. Also dieses gegenseitige Verstehen lernen, das finde ich schon ganz spannend. Ich finde das auch gut, dann mal was anderes zu machen, als im Unterricht immer sich im Buch was durchzulesen, sondern mal richtig zu gucken, wie ist das eigentlich so, ein Politiker zu sein. Und ja, ich finde das sehr interessant. Denn was nützt uns das, wenn die Jugendlichen die Augen und Ohren zumachen und nicht selber mal gucken, was in der Welt passiert. Und ganz wichtig, den Mund aufzumachen, auch von der Jugend.